Ich bin froh und auch ein bisschen stolz, dass wir so einen Spieler im Kader haben, der sich dann auch stellt und sagt, ey, hier ist der Fan-Talk, genau für euch war ich auch auf der Platte und ist auch hier. Okay, Jure, ein Handballspiel, was ich in der Form wirklich lange nicht gesehen habe, 50 Minuten, die beste Abwehrleistung des SCM in dieser Saison, wie ich finde. Und dann ging es irgendwie dahin, ohne jetzt eine Spielanalyse. Kann man sowas irgendwie in Ansätzen erklären? Ja, wir haben einfach aufgehört zu spielen, aggressiv zu sein. Das, was wir 50 Minuten lang super gemacht haben mit dieser Aggressivität und unglaublich, wirklich unglaublich gutes Spiel in Abwehr und ja, Gefährlichkeit im Tor, Richtung Tor vorne, das haben wir einfach aufgehört und ja, die Füchse sind so eine gute Mannschaft. Die haben nicht ihren besten Tag heute gehabt, aber trotzdem einen Punkt hier geholt. Und es tut uns so leid, das ist unten in der Kabine so leise jetzt alle. Wir sind auf einer Seite alle sauer auf uns, wir sind enttäuscht. Es ist einfach, das sind schwierige Momente. Aber was kann man anders sagen? Das Leben geht weiter. Wir müssen jetzt diese alle gute Sachen und schlechte Sachen analysieren. Und ich glaube, wir können auf diese ersten 50 Minuten schon was Gutes bauen für vorne, weiter. Danke. Ich finde auch die ersten 50 Minuten, gerade für so einen Rückraumspieler, ich habe manchmal das Gefühl, es ist ganz wichtig, wie man in ein Spiel hineinkommt, gerade für dich im Rückraum. Triffst du die ersten zwei Würfe, kann es ein super Spiel werden, trifft man nicht, dann ist es nicht so. Du hast ja heute viele Würfe genommen, hast extrem Druck aus dem Rückraum gemacht, nicht alle waren drin, aber trotzdem war es ein starkes Spiel mit 6 Toren. Denkt man als Rückraumspieler beim Werfen nach, dass die ersten vielleicht nicht drin waren, oder versucht man das dann kurz vorm Wurf auszublenden, dass man vielleicht verunsichert ist vom Wurf vorher? Wie ist das als Rückraumspieler? Ja, natürlich bleibt was hier hinten. Man muss immer auf den nächsten Wurf sich zu konzentrieren, auf nächstes Spiel, auf nächsten Angriff. Aber das ist nicht einfach. Wir sind alle normale Leute. Man beschäftigt sich schon ein bisschen über Torwart, ob er einen guten Tag hat oder nicht. Das ist auch bei der Gegner so. Hat man gesehen, wenn Dario erste 50 Minuten überragend war, haben die Leute aus Berlin auch Probleme gehabt und ein bisschen Angst. Aber ja, man soll auch nicht zu viel überdenken, einfach voll werfen und ja, hoffen, dass der Ball reingeht. Die erste Frage, die ich ganz vergessen habe, Pressefunk und Fernsehen hat berichtet, dir ging es gar nicht so gut vor dem Spiel, verschiedene Verletzungen. Wie geht es dir denn eigentlich jetzt? Bist du einigermaßen fit, dass du auch ins Spiel gehen konntest, oder hat dich die Verletzung im Laufe der Woche schon belastet? Ja, natürlich hat mich das belastet. Ich habe erste normale Training gestern gemacht, aber es kommt immer so bei jedem Spieler. Es kommen Situationen, die man einfach, wie kann man sagen, einfach überleben muss. Wir spielen alle ab und zu mit Schmerzen, das ist normal. Es ist natürlich schwer und es wäre natürlich perfekt, wenn Andreas Rojewski hier wäre. Aber so ist es. Wir müssen einfach weiterziehen. Wir haben noch so viele Spiele diese Saison. Wir haben noch nichts Großes verloren. Wir sind noch immer drin in alle Richtungen. Und ja, ich hoffe, dass uns bald ein bisschen besser gehen wird. Alle Richtungen ist ja interessant. Ich könnte jetzt egoistisch sein und sagen, Jure, wir brauchen dich für ein SCM. Aber du hast ja im Hinterkopf sicherlich auch noch Slowenien und die Nationalmannschaft und die Endrunde in Polen, ja, was als Sportler natürlich eine super Geschichte ist. Aber was sagt denn dein Körper dazu, zu dieser Extrembelastung? Ja, das Körper ist nicht so zufrieden, ich glaube. Aber nee, wir sehen, was passieren wird. Vielleicht, wenn das Körper Nein sagt, dann spiele ich nicht. Aber ich entscheide mich später. Wir konzentrieren uns jetzt alle auf unsere nächsten Spiele mit dem SCM. Und das ist, wir haben nur das im Kopf. Nationalmannschaft kommt später oder kommt nicht. Aber jetzt, wir spielen hier 90% Zeit und ja, wir sind hier mit ganzem Körper und Geist. Letzte Frage, was mir immer auffällt,
die kleine slowenische Fahne von Corinna. Seitdem du vor 5 Jahren hergekommen bist, hängt die slowenische, vielleicht ist auch von Renato noch da, das weiß ich nicht, aber wenn du so im Augenwinkel eine kleine slowenische Fahne in der Halle siehst, hilft dir das so ein bisschen? Ja, natürlich ist das schön zu sehen. Ich freue mich immer, wenn ich Corinna mit dieser kleinen Fahne sehe. Ja, das ist schon lustig, wie viel Spaß sie Slowenien macht, aber das freut mich unheimlich, das ist super und ja, ich bin dankbar, dass sie auch uns hier unterstützt. Also danke für die Leistung heute, für die 6 Tore, 1 Punkt am Ende gegen die Füchse und selbst ich als Radiomensch bin manchmal sprachlos, deshalb er ist jetzt für euch da, für Autogramme. Danke Jure und wir sehen uns im nächsten Heimspiel und danke, dass ihr auch mir geholfen habt über meinen ersten Fan-Talk. Vielen Dank dafür. Tschüss. Ja.